Hallo ihr Lieben, wisst ihr, was der Panama-Kanal ist? Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, möchte ich es gerne mal ein klein bisschen erklären und dann auf uns und unseren Wachstum beziehen. Der Panama-Kanal ist ein menschengebauter Kanal, der durch Amerika durchgeht, also durch das Land Panama durchgeht. Dieser Kanal wurde gebaut, damit Schiffe nicht mehr um Südamerika herumfahren müssen, um auf die andere Seite des amerikanischen Kontinents zu kommen. Also Sie können jetzt eine Abkürzung nehmen und direkt in der Mitte des amerikanischen Kontinenten von einer Küste zur anderen durchfahren. Super toll gemacht. Es gab aber ein kleines Problem beim Bauen dieses Kanals. Und zwar war die Höhe des Wassers auf der einen Seite anders als auf der anderen Seite. Also der Höhenunterschied für ein Schiff war nicht zu bewältigen und deshalb wurden Schleusen eingebaut. Ein großes Frachtschiff oder ein Kreuzfahrtschiff fährt also in den Kanal rein, kommt dann in eine Schleuse. Die Schleuse wird vorne und hinten geschlossen. Und dann wird Wasser reingelaufen lassen in die Schleuse und das Schiff hebt sich. Und wenn es dann auf der gleichen Wasseroberfläche ist wie auf der anderen Seite des Kanals, dann wird die Schleuse geöffnet und das Schiff kann ohne Probleme weiterfahren. Und ich glaube, genauso ist es mit unserem Wachstum. Wir gehen manchmal in spezifischen Stufen weiter. Und wenn wir irgendwie an eine Wand kommen, also an eine Blockade kommen, dann ist es ein bisschen wie diese Schleuse. Wir können einfach nicht diesen Unterschied von wo wir sind und wo wir gerne sein würden, überbrücken. Und deshalb finde ich dieses Beispiel mit dem Panama-Kanal und den Schleusen super gut. Wenn du irgendwo mal feststeckst, dann denk doch einfach, okay, ich bin in diesem Kanal und ich mache jetzt einfach mal die Schleuse hinter mir und ich erlaube mir jetzt mal, all das zu erleben und zu erfahren, was meine Energie hilft, mich auf die neue Ebene einzuschwingen. Und dann öffne ich die Schleuse wieder und mache weiter. Einfach so, ohne diesen ganzen Struggle. Also diese Quälerei, mit der wir uns das Leben oft so schwer machen. Ich möchte euch gerne helfen, immer wieder auf die nächste Stufe zu kommen. Und das kann ich am besten machen, indem ich Akasha Chronik Seminare anbiete. Weil in diesen Seminaren kann ich Selbstermächtigung weitergeben. Bitte schau gerne mal auf meine Webseite. Ich hoffe, dass das Angebot euch zusagt und euch interessiert und dass ich euch dann im nächsten Akasha Chronik Seminar kennenlernen kann, damit wir die nächste Schleuse mit Leichtigkeit öffnen können. Ich wünsche euch alles Gute. Namaste. Wenn dich diese Nachricht inspiriert hat, dann gib uns doch bitte ein Like, also ein Thumbs up und teile es auf deiner Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Und du kannst natürlich auch deine eigenen Antworten von der Akasha Chronik erhalten. Bitte geh doch zu meiner Webseite und schau mal unter Seminaren, Akasha Chronik Seminar Level 1 bis 4. Dann bin ich gerne für dich da. Tschüss!